Ah, okay. Ja, da könnte man drüber nachdenken. Dass ich mir sowas besorge. Tja, wir müssen den halt noch dreimal besiegen, ne? Den Thorax werden wir safe fertig bekommen. Aber die Hörner halt nicht. Aber vorher möchte ich mal was gucken, was wir schon lange nicht mehr geguckt haben. Gibt es irgendwelche Missionen von den Feldforschern? Nein, gibt es echt gar nicht. Krass. Damit hätte ich jetzt, damit habe ich nicht gerechnet. Hätte mir jetzt gut vorstellen können, dass es, dass wir da eine Mission haben. Ja, mal gucken, ob wir eine schönere Mission für ihn finden. Die vielleicht ohne. Ja, gut, okay, die Mission wäre rein theoretisch easy. Wenn ich den Diablos erstmal niedergestreckt habe, wäre die einfach, weil Juratodus ist jetzt nicht so das Komplizierte. Minuten. Guck mal, das sieht doch gut aus. Mit einer Goldbelohnung. Guck mal, wir nehmen die mal noch mit rein dann, ja? Ja, ich möchte bitte die Mahlzeit essen. Aber der Diabolos macht mir Spaß, also das muss ich sagen. Also ich finde den Kampf cool. Also bis auf halt, dass ich immer gegen irgendwie zwei oder drei Monster kämpfen muss, aber der Kampf an sich ist cool. Wenn er denn mal alleine ist, der macht mir Spaß. Da mache ich zwar manchmal so blöde Fehler, weil ich nicht genau jetzt dann sehe, was für Attacken er macht. Aber grundsätzlich finde ich den Kampf richtig cool. Das möchte ich auch einfach mal gesagt haben. So, weil ich habe jetzt gerade eben ein bisschen geflucht über das zweite Monster, was mich immer nervt. Aber an sich finde ich den Kampf gegen den Diabolus richtig, richtig cool. Der macht Spaß. Also ist man ja eigentlich schon ganz gerne gegen den kämpfen. Ja gut, sonst würde ich es ja nicht machen. Sonst würde ich aber. Sonst würde ich mir ja immer die Option halt zu sagen, okay, ich farm vielleicht doch nicht von jedem Monster alles, aber. An sich jetzt erstmal tendenziell ist das schon ganz gut, so wie es ist. Und wenn der mir jetzt gute Sachen gibt, muss ich ihn danach nur noch einmal besiegen und dann haben wir nämlich schon alles. Dafür muss ich allerdings auch erstmal schaffen, ihn zu besiegen, ne? Das ist auch immer so eine Sache. Komm, du. Nein. Du siehst mich nicht. Das ist nett, dass er mich wirklich nicht gesehen hat. Der ist unten, ne? Come on. Ich wollte sagen, ich muss ihn ja nur berühren, ne, damit der Kampf losgeht. Dann machen die den Revierkampf. Was ich sehr persönlich sehr gut finde. Weil er dann nämlich schon nur noch 1000 Leben weniger hat direkt. Oder 1200 in dem Fall sogar.
Und jetzt haut er irgendwo hin ab und ich laufe ihm einfach hinterher. Das hat ja bis jetzt immer geklappt eigentlich, ja. Weil der andere ist jetzt auch nicht in einem roten Zustand, das heißt, ihr dürft ihm eigentlich nicht folgen. Oh. Aber immerhin wurde der Angriff abgebrochen, das ist gut. Erste Hilfe bitte erst. Aber ich merke schon, der mag sich sehr gerne einzubuddeln, dieses Exemplar hier. Nicht gut für mich, weil ich jetzt schon wieder fliege. Also das war, weil ich reingelaufen bin, okay. Ah, genau reingelaufen. Das war wieder so ein Fehler meinerseits. Wo ich mir so denke, okay, gut, kann passieren, ne? Muss nicht passieren, aber kann passieren. Ja, genau wie der. Weil man sieht's ja, wenn er einen anguckt, dann ist immer blöd. So, was macht denn der? Der ist ja mehr unter der Erde als das andere. Ich meine, zugegeben, es ist leider effektiv gegen mich. Oh, verdammt. Ja, inklusive wenn man meine Unachtsamkeit ausnutzt, ne, dann ist es auch effektiv gegen mich. Ach, verdammt. Ich konnte den Angriff nicht mehr abbrechen. Danke. Ja, jetzt kommt eh wieder diese Ausweichtour bei mir hier. Oder der Schwarze tötet mich einfach, wie immer. Kann ich weglaufen? Ja, ich kann weglaufen, ne? Tschüss, Leute. Ja, ist mir egal.
stehe auch oben rum, das ist mir egal. Hauptsache, der andere sieht mich nicht. Und nervt mich nicht. Ach jo, aber auf Iceborne, doch, ich freue mich auch auf Iceborne schon. Iceborne habe ich damals vor längerer Zeit auf der Gamescom anzocken dürfen. Und da hat mir das schon mega Spaß gemacht und ich. Und ich persönlich finde die Eislandschaften eigentlich auch mal schön. Dementsprechend wird das schon okay sein. Moin Moin! Na, alles gut bei dir? Ja, du bist wie eine Schaufel hier, ne? Ich merke das schon. Leider wie eine sehr effektive Schaufel, ey. Bist du ein Bagger? Ich hätte nichts dagegen, wenn du später meinen Pool aushebst. Wenn ich einen habe. Ich hätte schon gerne einen. Oh Mann, die Fliege war doch schon da. Okay, ich meine, da war ich selber schuld, aber trotzdem, die Fliege war schon da. Alles gut bei dir. Kann ich wieder essen? Nein, schade. Dann esse ich halt nicht. Hauptsache, wir bekommen die Belohnung. Mir ist egal, wie viel Geld wir für diesen Kampf bekommen. Zumindest werde ich noch zweimal ohnmächtig. Das ist vollkommen okay. Ich glaube, dreimal war die Grenze. Bei mir ist alles gut. Hatte ein wildes Wochenende. Viel Besuch gehabt. Und jetzt den Sonntag. Ja, klingt doch gut. Bei mir ist auch alles gut soweit. Du kannst wieder essen. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich wieder bei dem Viech. Okay, ich gebe zu, jetzt will ich vielleicht doch mal wieder was essen. Wie komme ich da wieder hin? Hier ist das Lager, ne? Hallo, runter! Warum sollte ich denn jetzt nicht essen gehen, wenn ich auch essen kann? Kann man eigentlich mal mit dir zusammenzocken? Prinzipiell habe ich da nichts gegen. Nur bei Monster Hunter jetzt gerade halt leider doch, weil es mein erstes Mal Monster Hunter ist und ich das noch alleine erleben möchte. Aber wir werden definitiv auch noch, ich werde definitiv das Ganze nochmal machen, wo ihr dann auch mitspielen könnt. Also vielleicht später bei Iceborne sowieso, aber jetzt bei dem Grundgame, das möchte ich erstmal noch selber erleben. Also das wird definitiv noch kommen, dass ihr mitspielen könnt, sobald ich euch ein bisschen besser kenne. Aber prinzipiell ist es erstmal jetzt gerade ein Solo-Projekt, aber es wird nochmal als Nicht-Solo-Projekt auch kommen. Das kann ich versprechen und falls du da dann in dementsprechend Interesse hast mitzumachen, kannst du das natürlich dann gerne tun. Aber es dauert noch ein bisschen.
Warum kann ich mich nicht bewegen? Ach, ich habe meine Ausdauer komplett leer gemacht. Das ist natürlich auch nicht gut gewesen. Ja, gut, okay. Den Schlag mit dem Schwanz habe ich verdient. Den Schlag mit dem Kopf auch. Darf ich jetzt auch mal ausweichen irgendwo? Bitte, danke. Damit ich nicht einen Trank trinken kann. So, wenn es nicht mein erstes Mal Monster Hunter wäre, würde ich jetzt auch sagen, ja, ist ja auch Quatsch, aber. Och Mann, dass er jetzt genau die Attacke macht, das ist doch unglaublich. Smart von ihm. Er outsmartet mich. Wie, du machst jetzt wieder. Danke. Habe ich Megatränke eigentlich noch dabei? Ich wollte gerade sagen, bestimmt doch auch, oder nicht? Oh, ich fuchtel in der Luft rum, das ist auch mal schlau. Und ich fuchtel auch so lange in der Luft rum, bis er mich voll im Visier hat. Weil in der Luft rumfuchteln kann ich richtig gut in dem Spiel. Jetzt gerade ist er, glaube ich, sauer, ne? Das ist immer ein bisschen doof, wenn die sauer sind. Weil sie mich dann immer fertig machen. Oh, cool, danke dir. Da ist zwar nicht viel los, aber du verpasst nicht mehr, wenn ich streame. Oder wenn wir TTT spielen oder so, dann ist das, kommst du doch natürlich auch mit, weil das planen wir da immer. Aber so viel ist da nicht los, also nicht wundern. Das ist auch nicht schlimm, wenn da nicht so viel los ist, weil durch Studium und so, ich habe auch wenig Zeit, mich darum zu kümmern, um ehrlich zu sein. So wie früher. Ich weiß noch früher, als ich da so viel Zeit reingesteckt habe, dass das alles läuft und so, sondern jetzt geht das einfach gar nicht. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Oh, ich wünsche, ich hätte mehr Zeit in meinem Leben, ne? So Leute, ich bin ehrlich, so ein 36-Stunden-Tag wäre cool. Also mit gleicher Arbeit natürlich, ne? Also nicht, dass man jetzt sagt, ja, dann erhöht man doch die Arbeitsstunden auch. Nee, 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 so nicht, aber. schade, der hätte noch abgekonnt, finde ich. Aber naja, gut, okay. Dann nicht. Aber schön, dass du gejoint bist. Danke dir. Wenn ich dann das Projekt starte, kann ich dir dann da auch auf jeden Fall, das wirst du dann auf jeden Fall über den Discord-Server mitbekommen. Auch wenn dann nicht, vielleicht, ne, also dann, das werde ich da auf jeden Fall dann kommunizieren, wenn wir dann in das Community-Projekt reingehen. Oh nö. Ich gehe mal noch hier hin, hier kommt doch sowieso hier hin, oder nicht? Kommt er nicht sowieso nach dahin? Ja, gut, der richtige wurde gerade geschleudert, das ist schon mal gut. Und jetzt musst du nur noch einmal bitte an mir vorbeilaufen. Perfekt. Schön, dass du mitspielst. Ich wollte gerade sagen, jetzt warte ich eben noch, bis du dich hingelegt hast. Dann visiere ich deinen Schwanz an und hau drauf. Und du bist tot, okay. Berühren. Ich wollte eigentlich den Schwanz noch abtrennen, aber naja, okay, gut. So geht's natürlich auch.
Ja, die Reißzähne sind mir egal. Ich brauche noch Thorax und das Horn. Okay. In den Belohnungen schon mal nichts bekommen, was ich brauche. Ja, machen wir noch ein paar Erze. Die kann man immer gebrauchen. Ja, davon habe ich auch schon 50 Stück von den Nova-Kristallen her. Keine Ahnung, wofür ich die brauche. Ich sammle so viel in dem Spiel, wo ich keine Ahnung habe, wofür ich das brauche, ne? Also ich weiß, dass ich gewisse Sachen für die Faschmelzita benutzen kann und ach, was weiß ich, was ich da noch alles machen kann. Ich weiß es doch nicht. Oh, zwei Hörner von den dreien. Das ist schon mal gut. Fehlt nämlich nur noch eins. Das heißt, wir haben gnädigerweise gleich den letzten Kampf. Und dann haben wir, glaube ich, alle Materialien, ne? Wenn nur noch eins fehlt. Bin mal eben Wäsche machen. Alles klar. Hau rein. Ach, muss ich heute. Könnte ich heute machen, aber morgen. Oh, neuer Rekord sogar gewesen, das ist cool. Schnittrauf-Safari ist wieder da, das ist gut. Donnerbeutel, sehr cool, genau den brauchte ich. Und wo ich diese finsteren Tücher für brauche, weiß ich ja auch noch nicht so genau. Schicken wir mal die nächste Leus. Ich weiß halt nicht, was das bedeutet, deswegen nehme ich das. So, was fehlt denn jetzt laut Wunschliste noch? Nur noch dreimal das erhabene Horn. Hatten wir das nicht eben bekommen von dem? Das waren Reißzähne, ne? Oh, ja, mach mich doch fertig, ey. Also fehlen doch noch drei.